Mein Name ist Christiane Köster-Wagner und ich bin die Vorsitzende des Trägervereins des Spendenparlaments Reutlingen. Vor 20 Jahren wurde das Spendenparlament hier in Reutlingen gegründet und es ist immer noch das einzige in ganz Baden-Württemberg. In diesen 20 Jahren haben wir über 250 Projekte unterstützt gegen Ausgrenzung, Isolation und Armut in unserer Stadt und im Landkreis. Dazu haben wir über 750.000 Euro an Spenden eingesammelt. Anfang 2018 hat uns der Paritätische Wohlfahrtsverband mitgeteilt, dass er unsere Geschäftsstelle leider nicht mehr weiterführen kann. So war es eine große Herausforderung für uns alle, diese Geschäftsstelle auf neue Beine zu stellen. Dabei hatten wir das große Glück, dass wir Herrn Feierabend kennenlernen konnten mit der Firma Abros. Und es war uns eine große Hilfe, dass uns Herr Feierabend in diesem operativen Geschäft unglaublich gut unterstützt hat und auch weiterhin unterstützt. Wir haben neue Räumlichkeiten gefunden hier bei der evangelischen Bildung. Wir haben eine wunderbare Dame eingestellt, die uns die Geschäftsstelle führt. Aber das ist nur das eine. Das andere ist, wie können wir uns jetzt präsentieren in dieser neuen Zeit mit den neuen Medien? Herr Feierabend ist uns eine große Unterstützung, weil er uns zeigt und weil er uns hilft, diese neuen Medien zu benutzen und für unsere Zwecke einzusetzen. Wir sind der Firma Abros unglaublich dankbar. Es ist ein ganz kurzer Weg, wenn irgendetwas ist, ich darf anrufen, es wird sofort erledigt. Herr Feierabend ist nicht nur der Kurator und im Vorstand des Mentorenkreises, er ist einfach auch mit Herzblut dabei, uns zu unterstützen, weil er sieht, dass die Projekte, die wir unterstützen, einfach auch Sinn machen. Was uns sehr wichtig ist, ist vom Spendenparlament, dass wir Projekte unterstützen, die nachhaltig sind, die lange in der Stadt nachwirken können und die Menschen auf ihrem Weg ein Stück weit begleiten. Wir freuen uns sehr, dass die Firma Abros mit uns als Spendenparlament den Mittelstandspreis des Landes Baden-Württembergs gewonnen hat. Das haben Sie wirklich verdient von Abros, denn diese Unterstützung, die hat uns einfach weitergebracht. Mein Name ist Dr. Barbara Dürr. Ich bin eine der drei Präsidenten des Spendenparlaments. Unsere wesentlichen Aufgaben sind die Öffentlichkeitsarbeit und die Leitung der zwei jährlichen Spendenparlamentssitzungen. Das Spendenparlament trifft sich in seiner Vorstandschaft alle 4 Wochen regelmäßig im Laufe des Jahres, um seine Strategien zu besprechen, um Projekte auszuwählen, die bespendet werden und sich Gedanken zu machen, wie durch Events und Gewinnung von Sponsoren noch Gelder akquiriert werden können, um diese sozialen Projekte zu unterstützen. Die Unterstützung durch Abros hat uns ganz viel Freiheit in diesem kreativen Teil gebracht, uns Gedanken zu machen über die Unterstützung ganz bestimmter sozialer Projekte. Und das hätten wir ehrenamtlich überhaupt nicht leisten können. Das gelingt nur mit dieser großen Unterstützung der Firma Abros. Mit der Firma Abros arbeite ich schon länger zusammen und zwar in einem anderen Projekt. Dieses Projekt heißt Gesunde Gemeinde, gesunde Stadt. Wir sind schon zweimal zu diesem Thema vom Landkreis Reutlingen zertifiziert worden. Ich versuche Gesundheit nicht von oben überzustülpen, sondern ich nehme die Bevölkerung mit und wenn jemand was anzubieten hat, dann kann der sich in dieses Projekt einbringen. Meine Schwerpunkte liegen eher im medizinischen Bereich, in der Gewinnung von Menschen und so hat Herr Feierabend und die Firma Abros uns auch hier ganz stark geholfen, das Ganze auf eine sehr schöne Internetseite zu bringen und immer wieder in den Printmedien auch kleine Artikel zu setzen, um auf die Arbeit der gesunden Gemeinde aufmerksam zu machen. Durch diese große Öffentlichkeitsarbeit konnten wir oft bis zu 40, 50 Vorträge in Ehningen halten und auch Gruppenangebote so attraktiv machen, dass viele Menschen gekommen sind.